herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute das Thema Phobien. Spannendes Thema, Hydrophobie. Was heißt Hydrophobie? Dazu habe ich hier einen Experten von Green Planet, den Maximilian Stapf, der sich bereit erklärt hat, hier mal ein kleines Interview mit mir zu machen. Er zeigt uns jetzt, was heißt das Thema Hydrophobie? Übersetzt, warum stößt der Boden, unser Mutterboden, das Wasser ab? Maximilian Stapf, ich darf Maximilian sagen, super, finde ich total nett. Maximilian ist ein Chemiker, kennt sich also wunderbar mit Chemie aus. Von Chemie habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Im Studium habe ich meine Chemieprüfung nur mit Abschreiben bestanden, aber egal. Es geht heute um Oberflächen, Oberflächenspannung und das ist sein Spezialgebiet. Und wir wollen uns heute mal anschauen, warum habe ich ein Problem mit meinem Boden, meiner Oberfläche. Maximilian, vielleicht mal ganz kurz ein paar Worte erst zu dir. Was hast du so gemacht? Wo kommst du her? Genau, eigentlich bin ich Biomediziner, bin aber durch ein paar Umwege hier bei der Firma Green Planet gelandet und beschäftige mich mittlerweile mit der Entwicklung und der Produktion von Bodenhilfsstoffen, besonders den Wetting Agents, das heißt... Wet Agents, genau. Wie heißt das? Wie nennt man das? Wetting Agents, Wetting also quasi Agents, Benetzungsmittel. Ja. Benetzungsmittel, okay. Einfach Produkte, die uns und allen anderen Rasenliebhabern helfen, den Boden zu befeuchten, da wo es schon zu trocken ist und sich nicht mehr befeuchten lässt. Okay, gut. Das heißt, wenn wir also wässern, dann wird das Wasser vom Boden nicht mehr richtig aufgenommen. Und jetzt fragen wir mal, warum ist das so? Was passiert da? Genau, da gibt es ein paar simple Gründe für. Ganz oft ist es so, dass einfach organisches Material, zum Beispiel der Grünschnitt, sich nicht komplett zersetzt im Boden und dadurch lagert er sich an im Boden, verklumpt auch. Und wenn der einmal trocken fällt, dann bleibt der trocken. Kann man sich vorstellen, wenn ich einen ausgetrockneten Tauchball auf einen See werfe, dann schwimmt der da quasi. Da komme ich jedes Jahr wieder im Urlaub und dann schwimmt der immer noch da. Ja, weil diese Materie so trocken fällt, da geht kein Wasser mehr rein. Und im Boden passiert genau das Gleiche. Das ist ein Grund. Der andere Grund kann mikroorganismische Aktivität sein, also Pilze, Bakterien, die das organische Material zwar abbauen und verrotten lassen, die aber andere Produkte, Stoffwechselprodukte abscheiden, die sich vor allem an Sand sehr gut anlagern können und dann zu einem Coating führen, also zu einer Beschichtung vom Boden. Und diese Beschichtung ist sehr wachsartig und wir wissen, Wachs hat mit Wasser gar nichts am Hut, die mögen sich nicht. Und dann haben wir wieder das Problem mit Hydrophobie. Naja, also das heißt, an diesen kleinen Sandkörnern oder auf diesen Sandkörnern bildet sich eine Schicht, eine Art Wachsschicht, durch Trockenheit, durch absterbende organische Produkte. Durch mikrobiologische Aktivitäten. Das klingt schon sehr wissenschaftlich. Bakterien und Pilze, genau. Ja, Bakterien und Pilze, aha. Genau, so. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert. Wir haben hier eine Probe aus einer Rasentragschicht vom Golfplatz tatsächlich. Also ein bisschen so hoch, genau. Kann man sehen, ne? Genau, das ist einfach der Sand, der verwendet wird unter dem Rasenaufbau auf Golfplätzen. Ja. Da gibt es eine DIN-Norm für, ziemlich kompliziert, mit Körnungsgrenze, mit Körnungslinie, unterschiedliche Sandtypen müssen da drin sein. Genau. Sagen wir einfach, wir haben eine Bodenprobe hier, die einfach eine Hydrophobie aufweist, die schon sehr fortgeschritten ist, sehr vorangeschritten. Und ich würde einfach mal zeigen, was das bedeutet, so im Klartext. Genau. Genau, ich habe hier... Und jetzt Achtung, was passiert jetzt? Einfach nur ein kleines Fläschchen mit Wasser und gebe da mal einen Tropfen auf den Sand. Hier sind also jetzt drei Wassertropfen drauf und diese drei Wassertropfen bleiben einfach auf dem Sand liegen. Unfassbar. Ja, wieso? Was, das ist jetzt genau das Problem. Wasser wird nicht aufgenommen. Genau, das ist unser Problem. Ich weiß nicht, ich glaube am Strand war jeder schon und der Sand ist nass, kann man Sand bauen, top. Ja. Aber mit dem hydrophoben Sand, mit dem wasserweißen Sand, da geht das nicht mehr. Und die Wassertropfen bleiben auch so lange hier, bis das Wasser verdampft ist. Verdunstet ist. Dauert jetzt nicht ganz so lange bei der Hitze heute, bei dem schönen Wetter. Aber ich glaube, wir können auch die Kugeln runterrollen. Warum ist das jetzt schlecht? Was ist das Problem, wenn das Wasser nicht richtig aufgenommen wird? Genau, das Problem, das wir dadurch haben, ist, unsere Gräser, unsere Pflanzen vertrocknen. Ja? Der Mensch, trotz Wasser vertrocknen die Pflanzen. Trotz Beregnung, trotz Niederschlag. Unser Grün vertrocknet und zwar komplett. Unglaublich. Das ist eigentlich nicht vorstellbar, weil hey, ich habe gegossen, ich habe bewässert und bei der Pflanze kommt aber nichts an. Und das ist wirklich ein großes Problem, weil Wasser ist nicht umsonst und wirklich eine knappe Ressource, auch mittlerweile bei uns. Und das geht so nicht. Ja. Genau.
Aber ihr habt die Lösung. Wir haben ihr habt die Lösung. Eine Lösung haben wir auf jeden Fall. Eine Lösung, gut. Genau. Genau, was kann man tun? Wir setzen ein Wetting Agent, also grob gesagt Tenside. Tenside. Genau, also bestimmt schon mal gehört, Seife, Shampoo, ja, so in genau. der Art. Genau. Aha, Spüli, sage ich immer. Spüli, tatsächlich. Na, vielleicht nicht ganz. Ganz grob in die Kategorie fällt das rein. Und das ist so, diese Moleküle besitzen einen Teil, der wasserliebend ist und einen Teil, der wasserabstoßend ist. Okay. Was haben wir denn? Einen wasserabstoßenden Boden und Wasser. Das heißt, wir schaffen es einfach, beides zu kombinieren. Der wasserabstoßende Teil lagert sich am Boden an den Partikeln und bringt das Wasser wieder in den Boden. Das okay. heißt, wir können den Boden befeuchten. Ja. Da dringt das Wasser ein, da dringt das Wasser durch. Wenn es zu viel ist, dringt das Wasser auch in tiefere Schichten und unseren Pflanzen geht es endlich wieder gut. Cool. So, und das machen wir jetzt. Genau, ich habe hier vorbereitet von unserem Produkt eine Verdünnung. Ah, also wirklich das jetzt heißt, hier das komplett ist nicht live. Nur, das ist... Das ist jetzt schon gemischt. Das also, ist schon vorgemischt, genau. Okay. Und wird aufgesprüht auf das den Das wird normalerweise Boden? Aufgesprüht, genau. Okay. Ich habe einfach hier eine Probe genommen okay. von unserem verdünnten Mittel. Und wenn ich die jetzt auf den Sand gebe, müssen wir schnell sein. Ja. Sie verschwindet. Wie lange dauert das? Ein paar Sekunden, zack! Ich hätte die Zeit stoppen sollen. 5 genau. Sekunden und weg ist das. Das ist jetzt euer Optivet mit Wasser gemischt. Genau. Und dadurch dringt das Wasser jetzt perfekt und sofort in den Boden ein. Danach will ich ja wieder aber normal wässern. Ich will ja nicht jetzt jedes Mal Optivet hier auf meinen Boden raufschmeißen. Bleibt es jetzt erhalten oder was passiert jetzt? Das ist der Trick dabei. Unsere Moleküle lagern sich an den Boden an den trockenen, wasserabweisenden Boden und bleiben da. Okay. Das heißt, ich könnte jetzt wieder normal wässern. Normales Leitungswasser nehmen, Beregnungswasser, was auch immer. Ja. Gehe auf die behandelten Stellen drauf. Ah, super. Und die Tropfen sofort weg. Sind gleich wieder weg. Ja, Maximilian, super interessantes Experiment. Wie kann ich jetzt als Normalbürger, als normaler Gartenbesitzer, der seinen Rasen liebt, der natürlich auch das teure Regenwasser oder noch viel schlimmer das Frischwasser auf seinen Rasen raufhaut, um zu bewässern, wie kann ich jetzt herauskriegen, ist mein Boden auch so hydrophob oder nicht? Wie mache ich das? Genau, total einfach, total simpler Trick. Ich glaube, einen Spaten hat jeder zu Hause, gerade als Hobbygärtner. Und einfach mal mit den Spaten richtig in die Erde rein, ja. rausziehen und dann einfach mit einer alten Packung Augentropfen oder mit einem Strohhalm mit dem Finger einen Tropfen draufgeben. Und schauen, was passiert. Genau. Entweder sieht man die Tropfen, so wie hier, nämlich noch sehr lange. Ja. Oder sie sind sofort weg. Im Optimalfall sofort weg, aber es gibt eine Faustregel. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Also alles unter 5 Sekunden ist top. Ja. Über 5 Sekunden muss man schauen, dass man vielleicht seinen Boden ein bisschen behandelt, weil okay. da schon wirklich Hydrophobie vorliegt. Das heißt, es gibt also auch so einen Zwischenbereich. Also es ist nicht ganz so krass genau. wie jetzt hier in dem Experiment. Ja, also es gibt das also auch so einen Übergangsbereich. Extrem, ja. Also wie gesagt, 5 Sekunden. Wenn nach 5 Sekunden der Tropfen nicht weg ist, dann habt ihr ein Problem mit Hydrophobie in eurem Boden und dann kann man sich überlegen, so ein Produkt zu erwerben und seinen Boden zu behandeln. Manchmal hilft es, vor allem nach längeren Trockenphasen, richtig bewässern. Wirklich mit viel, viel Wasser erstmal versuchen. Also weil das noch ist, ohne das Mittel? Ohne das Mittel, okay. weil das ist wirklich günstig. Ja, okay. Das muss ich ehrlich sagen. Einfacher geht's nicht. Also wirklich? Und tatsächlich, in einigen Fällen hilft das schon. Okay. Gerade bei Wetter wie hier, bei 30 Grad und Wind, wenn einfach alles austrocknet. Und ansonsten, die Produkte sind komplett löslich im Wasser, das ist kein Ding. Dosierungsempfehlung steht immer mit drauf, muss ja. Und Gießkanne hat jeder. Einfach ein bisschen Mittel mit Wasser verdünnen. Und dann einfach einmal umrühren und einfach aufgießen. Sprühen oder gießen, ist das egal? Sprühen, gießen ist egal. Das wie Ding oft? Ist, ja, wie oft? Das, einmal muss das angewendet werden ja. und leider nach 4 bis 6 Wochen nochmal in gewachsenen Böden zwischen auch 4 bis 8 Wochen. Okay. Weil zum Glück die ganzen Mittel biologisch abgebaut werden. Okay. Und Abbau ist gut, das reichert sich nirgends an, das kommt nicht ins Grundwasser nirgends, aber die Wirkung lässt nach. Gut, also die Wirkung lässt nach. Man muss von 4 bis 6 Wochen, muss man also diese Applikation, dieses Aufbringen des Mittels wiederholen.
Und das macht man also jetzt vor allem so in den Sommermonaten, gehe ich davon aus. Wann kann man anfangen? Sobald der Winter sich zurückgezogen hat, März, also, April. Kann man schon starten. Kann man schon starten, wenn man weiß, dass man große Probleme damit hat. Ja. Und wenn einem das neu ist und dann wirklich eine Trockenperiode ansteht, kann man das auch wirklich prophylaktisch machen, weil das oft besser funktioniert, als wenn man erst merkt, dass der Rasen schon einfach trocken ist. Okay. Genau. Ja, liebe Freaks, das war das Thema Hydrophobie. Hitze, ich muss wässern, ich muss das Wasser vernünftig einsetzen. Das heißt, der Boden muss das Wasser aufnehmen. Dazu gibt es halt solche Mittel. Eins davon ist OptiVet, es gibt natürlich auch andere Mittel. Immer ganz wichtig zu sagen. Aber das funktioniert wunderbar. Wenn ihr sowas tun wollt, wendet euch an die Fachleute, nicht an mich. Sprecht die Fachleute an, lasst euch beraten, geht auf die Homepage von solchen Firmen. Und da findet ihr alles zu dem Thema. Maximilian, vielen Dank. Danke. Ich bin jetzt völlig durch. Dankeschön. Aber der Boden ist wieder schön durchfeuchtet. Ja, super. Top. Ciao. Bleibt dran.